Erfundene Traditionen sind Traditionen, die entgegen der allgemeinen Überzeugung keine uralten Riten sind, sondern ihren Ursprung in der Moderne haben. Bei einer erfundenen Tradition werden bestimmte Handlungen über einen kurzen Zeitraum sehr häufig wiederholt. So entsteht fälschlicherweise der Eindruck, dass die Tradition schon immer bestand. Das bayerische Dirndl beispielsweise war in der Vergangenheit kein Festtagsgewand, sondern die Kleidung der Dorfmägde. Erfundene Traditionen erfüllen drei Funktionen. Sie schaffen kollektive Identitäten, integrieren Menschen in eine soziale Gruppe und festigen die Werte, Normen und Hierarchien in einer Gesellschaft. Sie geben also Struktur. Dies ist vor allem in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels bedeutsam, also zum Beispiel dann, wenn verschiedene Kulturen aufgrund der Globalisierung miteinander in Kontakt stehen und sich verändern.